Herzlich willkommen zu Kurioses und Lehrreiches, heute mit dem falsch angeschlossenen Elektroherd. Mein Name ist Lothar Lehner, ich bin Repräsentant des Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft, kurz BVMW, in der Region Stuttgart, östliche Region Stuttgart-Göppingen, und freue mich, Ihnen heute diese Geschichte präsentieren zu können. Diese lehrreiche Geschichte, wie man etwas nicht machen soll, die Geschichte vom falsch angeschlossenen Elektroherd. Und nicht vergessen, bitte das jetzt gleich folgende Video liken und den YouTube-Kanal von Lothar Lehner abonnieren. Ja, hallo lieber Lothar, guten Tag. Ja, eine Familie hat in einem größeren Internetmöbelhaus ein Elektroherd mit Backofen inklusive des elektrischen Anschlusses bestellt. Der Elektroherd wurde auch geliefert von einer Spedition und auch die Herren der Spedition haben den Elektroherd angeschlossen. Die haben das dann alles soweit eingerichtet, angeschlossen. Dann haben sie gemerkt, okay, sie haben die Drähte wohl irgendetwas vertauscht und auch irgendetwas übrig, haben das Ganze dann eingeschaltet gelassen und der Kundin ist es wohl dann nicht so koscher gewesen, die hat dann bei uns angerufen im Notdienst und wir sollten das dann überprüfen. Ja, wir sind dann zu dem Kunden gekommen, haben dann Folgendes festgestellt: Der stromführende Draht war auf das Gehäuse des Gerätes angeschlossen, der Neutralleiter, den haben sie ganz weggelassen und der PE war auf den Phasen, also auf den stromführenden Anschluss geklemmt des Herdes. Also funktioniert hat mal gar nichts, hat wenigstens nichts geraucht. Eingeschaltet haben sie es auch gelassen und auf dem Gehäuse war Spannung drauf. Da haben wir dann gleich eine gewischt bekommen, Gott sei Dank der Kunde nicht. Wir haben das dann richtig angeschlossen und in Betrieb genommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Man sollte so einen Anschluss von einem Elektrofachmann ausführen lassen. Dann ist man sicher, dass auch nichts passiert und alles richtig funktioniert. Vielen Dank, lieber Gerd Bügle. Was lernen wir daraus? Du hast es schon gesagt, dafür gibt es Fachberufe und nicht immer alles, was, sagen wir mal, diesen Bringservice in sich trägt, wie im Versandhandel, bringt dann auch gerade bei technischen Geräten die Sicherheit, die man eigentlich benötigt. Und es ging ja jetzt alles nochmal gut. Aber das hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können. Wie hätte es denn ausgehen können? Ja, es hätte ganz, ganz schlimm ausgehen können, nämlich dass ein Kind oder auch ein Erwachsener einen Stromschlag bekommt, der dann unter Umständen im schlimmsten Fall tödlich ausgehen hätte können. Ja. Das wollen wir alle nicht. Dafür gibt es Fachbetriebe, Elektrofachbetriebe wie Elektro Burkhardt oder Burkhardt Elektrotechnik in Giengen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Gerd Bügle und bitte darum, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann machen Sie einen Daumen hoch und liken Sie auch und abonnieren Sie auch den Videokanal selber. Bis zum nächsten Mal. Danke, lieber Lothar.